Also die Werkstatt draußen, aber es kommt jetzt komplett anders wieder. Ich habe, oh, Mücke, verschwindet. Ich habe den Bagger noch drauf auf die Kipplader. Den sattel ich jetzt ab, hängt die Vierachser drauf und lade mal die KMC. Kollege ist schon dabei, der lädt schon ab. Ja. Mal gucken, wie wir das wieder machen. KMC geht dann rüber nach Wolfstein. Jetzt zettel ich es mal um. Bis gleich. Gedauert, aber das Verladen selbst, das war alles ein bisschen schnell. Cool. Abladen werde ich auch nicht filmen können, dürfen. In den Berg drin. Schauen wir mal. Ich glaube, bis 13 Uhr dürfen wir da sein. Wenn wir nicht schaffen. Alles gut?
doch morgen. Sorry wegen gestern Mittag, das war mit dem Bike, durfte ich eh nicht filmen. Und die Anfahrt wollte ich filmen alles. Aber die Kamera dahin hat mal wieder keine Lust gehabt. Ich habe es halt erst bemerkt während dem Fahren, dass die nicht geht. Ja. Laden konnte ich auch nicht richtig filmen, das ging auch da. Ich kam fast zu spät. Jetzt haben wir heute schon Mittwoch. Ich habe den 922 von gestern. Das ist auch tragisch. Auf der Waage der LKW kaputt gegangen. Aufgesattelt, da stand ja noch der 922 von gestern drauf. Und der steht noch drauf. Den fahre ich jetzt heute Morgen runter nach Kreuznach. Und dann soll ich nach Hause kommen, um einen Lageplan zu machen. Es geht um den 956, der soll nach Mainz runter. Da steht ja noch in Wolfersweile an der Brücke. Ich nehme an, es geht darum. Jetzt erstmal eine Backe runter nach Bad Kreuznach. Eins nach dem anderen.
Ringstraße. Ah, nee, oder? Ach, hopp. Das ist doch Mist. Obwohl das nicht spät. Sicher, dass nicht spät ist. Ja, tatsächlich. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Also, komme ich hier gar nicht rein. Das ist Mist. Hoffentlich komme ich da unten rechts rum. Sonst muss ich außen rumfahren. Rechts rum. Wäre ich jetzt hier von links gekommen, steht das Schild, steht natürlich extrem weit vorne. Ne? Gut, links hätte ich Platz. Hier steht ein Auto. Ich muss von hinten rein. Bringt alles nichts. Muss ich wieder rechts abbiegen.
reingefahren, aber was willst du machen? Bist du durch? So, ich muss jetzt mal schnell meine Kollegen anrufen und denen Bescheid sagen. Was ich vorhin gesagt hatte, einen Lageplan machen. Wie gesagt, der 956 soll gefahren werden. Ich gehe davon aus, dass ich das eventuell mache später, dass ich heute hinfahre, also heute ist das Dolly dran, hinfahre laden, dass wir heute Nacht dann losrollen. Gehe ich mal aus davon, ich habe keine Ahnung. Aber sehen wir dann. Wie gesagt, jetzt erstmal nach Hause. Mal gucken wir mal, wie wir gucken. Das geht an die 956. Ein paar Sachen abgeklärt eben. Jetzt drehe ich meinen Dolly dran. Der ist wieder drehen. Wäre so einfach, wenn man eine schöne große Halle hätte, ne? Aber sowas haben wir ja nicht. Oder wenn nicht alles, was gerade nicht gebraucht wird, in dieser Halle abgestellt wird. Dann könnte man nämlich den Dolly irgendwo ins Eckparke hin. Du musst nicht immer drehen mit dem Teil. Er steht ja nur da vorne, weil wir ja in dieser kleinen Halle ist ja gar kein Platz, weil halt, wie gesagt, alles was gerade nicht gebraucht wird, steht hier drin. Sorry, ich mache gerade den Fuß zusammen. So, also. Dolly dranhängen auf vielfachen Wunsch, werde ich das jetzt noch mal versuchen ausführlich zu machen, ausführlich zu zeigen. Das Anhängen, ihr seht meine rot-weißen Verbreiterungsschilder vom Spanenhals, die sind genauso breit wie der Dolly. Also Schildern habe ich die Breite und an der Bordwand oben habe ich etwa meine Flucht. Jetzt stehe ich dran. So, Pumpe ist an, Handbremse ist zu, gehe mal raus. So. Also, geht schon relativ gut. Jetzt kippe ich nach vorne. Dazu nehme ich einen dieser beiden grauen Hebel, egal welcher Hebel. Ja. Einen von den beiden nehme ich, kippe den Hals etwas nach vorne. So. Dann mache ich zuerst diese Bolzen zu da oben. Dazu mache ich diesen Hahn hoch, den FH131, schreibt er sich. Und bei mir drücke ich einfach diesen kleinen Hebel nach oben. Und dann fahren die Bolzen zu, wenn sie passen. Thank you.
Meine Fresse, ey. Ja, der stand nicht gerade. Aber das ist halt auch mal, daran sieht man, dass nicht immer alles gleich geht. Also, es wird diesen Hahn hoch machen und mit diesem Hebel dann die Bolzen öffnen. Nach oben gehen sie zu, nach unten gehen sie dann, also nach oben gehen sie raus und nach unten gehen sie rein. So, dann haben wir das. Dann schiebe ich, muss auch gucken, dass die hier mit dieser Einkerbung, dass die relativ gerade stehen, und die schiebe ich dann hier durch. Die passen in der Regel, wenn die Bolzen drin sind ohne, passen die in der Regel immer. Aber ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Hier kann man jetzt sehen, ich weiß nicht, ob man das erkennt, der Bolzen ist definitiv zu weit draußen. Ja. Wenn der Bolzen zu weit draußen ist, also wenn du jetzt die Schraube da drauf drehst, dann wird das Ganze hier nicht fest. Da musst du hier einfach nach rechts drehen, also quasi zudrehen. Dann dreht sich der Bolzen rein. Ist ja schon ziemlich weg. Machen wir noch ein bisschen. Wenn dann Zentimeter Luft ist, weil ich hatte dann schon den Fall, dann kriegst du die Schrauben nicht mehr los. Ja, weil diese Schraube ist dann vorne drauf auf dem Bolzen und die dreht sich dann mit. Also es ist schon manchmal bescheiden. So, jetzt habe ich natürlich, jetzt haben wir das, was ich eben gesagt hatte, ich habe die gerade Fläche oben. Da habe ich natürlich nicht geguckt. So rum. So. Drehen wir auch ein bisschen rein. Alle zu weit draußen. So sollte das passen. Jetzt machen wir hier wieder die Abstandsplatte rein und dann drehen wir diese Mutter von außen drauf. Nicht diese Mutter, diese Schraube. Die Mutter drehen wir zu Hause drauf. Da gibt es, weil du hast wenig Platz hier. Da ist der Anschluss für die Hydraulik und diese drei Dosen brauche ich für meinen Strom. Brauche immer das. Aber ich denke, das wird klar sein. Gesagt, ein Stecker hat hier unten die Nase, einer hat den hier seitlich, die beiden sechspoligen. Der hier hat eben mehr und von dem her ist das, wo der hinkommt, auch egal. Also der hier hat die Nase unten, der kommt hier unten rein.
Ganz locker, ohne groß Kraftaufwand. Der hier hat die Nase hier neben an der Seite. Er kommt hier oben rein. Das ABS vom Dolly und das hier ist jetzt Licht und Luft. Moin. Zack, Licht geht. So, das war eine Seite. Müssen wir natürlich noch festbrennen hier. Auf der anderen Seite haben wir nur hier Hydraulik. Moment. Natürlich muss hier der Bolzer auch noch rein. Der Bolzer muss immer rein. Beim Verschrauben immer darauf achten, dass dieser Bolzen hier, dass der nicht übersteht. Ansonsten hast du wirklich Schwierigkeiten, den wieder zu öffnen. So, Bremse auf, Hydraulik dran. Anhängen. Das kannst du vorne, das hebst du einfach hoch. Also jetzt machen wir mal die Füße rein. Die Stützen. So, hebst du vorne. Das ist ganz auch wurscht, welchen du nimmst, den oder den. Den 9.1 oder den 9.2, das ist völlig egal. Die grauen Hähne vorne zu, beide, und senkst einfach wieder. Dann gibt sich das Dolly. Die Hebelstellung ist nur diese beiden zu, der da ist beim Anhängen sowieso zu. So, und so ist die Lenkung offen. So ist die Lenkung gesperrt. Ja? So fahre ich, wenn ich Dolly abhänge, weil dann lenke die Achse nicht mit. Kann man machen, muss man nicht machen, aber ich finde, so lässt sich dann halt einfacher fahren. Also einfach so jetzt fahren. Das ist Lenkung Tiefbett, das ist Lenkung Dolly, die Achsen, und das ist die Lenkung generell. Natürlich muss dieser Schalter hier auf der 1 stehen. Ja, wenn du den ausmachst, geht gar nichts. Lenkungsmäßig. So, fahren wir mal ran ans Dolly. Nicht ans Dolly.
ins Bett. Ja, so. Fernbedienung an, hier der Notausschalter, ich hoffe man konnte es sehen, ich hoffe das war nicht zu nah. Der hier einfach rausdrehen, rechts oben und dann ist die Fernbedienung an. Und hier über die kann man dann Fahrtrichtung links, Fahrtrichtung rechts. So, den Gang rein, Bremse geht automatisch auf, genau. Ich halt mal gucken, wie ich das jetzt mache. Filmen und aber gut. Das Fahren ist ja, sollte ja kein Problem sein. Also wie du siehst, die Achsen sind jetzt starr. Die lenke ich dann jetzt mit meiner Fernbedienung mit. Kannst du so rumlenken, kannst du natürlich auch so rumlenken. Oder du lenkst gar nicht. aber ich lenke meistens ein bisschen mit, weil das halt schonender ist für die Reifen. So, jetzt können wir gleich beim Vorfahren, können wir schon gleich ganz hart nach links lenken. Aber wie du an dein Tiefbett fährst. Moment. So. Jetzt hast du auch das Tiefbett ist genauso breit wie dein Tiefbett. Alter, stopp. Das Dolly ist genauso breit wie dein Tieflader. Aber das sollte eigentlich klar sein. Ganz ruhig. Also filmen und fahren und denken geht nicht wirklich gut zusammen. Moment, ich fahr mal dran. Wenn wir schon dran sind, jawohl, passt. Jetzt kippen wir das Dolly weiter. Und zwar, Hebelstellung haben wir ja schon. Ja, bleibt alles so. Dolly kannst du den oder den Hebel nehmen. Dolly einfach vorne runter kippen in Richtung Boden. Jetzt haben wir hier hinten Platz. Die Platten unterlegen bzw. die Schuhe mit den Platten. Wenn das der Fall ist, so ja, dass das nicht reicht, du stehst hier vorne schon auf dem Boden, dann alle Hähne zu bis auf diese beiden 9 und 14.
dann kannst du auch, dann musst du beide Hebel drücken, weil dann kannst du seitlich Höhen und Tiefen feststellen. Also musst du beide drücken, dann hebt der Hinter noch ein bisschen hoch. Was ganz wichtig ist, das habe ich jetzt nicht gemacht, lass hinten das Tiefbett, lass das komplett ab. Ja, leg das komplett auf den Boden, weil diese Strecke hier, ja, die hast du dann wieder vorne mehr an Platz. So, aber was wir jetzt so hochgehoben haben, reicht schon. Hängen schon wieder überall Spinnewebe dran. So, das ist alles. Wichtig ist, dass die Platten unter diese Schuhe kommen. Bei der hier fehlt der eine Haken, der eine Haken hier. Das hätte ich jetzt können zuerst zeigen. Bolzen. Da sind ja innen drin Bolzen. Ich weiß nicht, ob man die sieht von hier aus. Eher nett. Warte mal, ich mache das nochmal raus. Hier drin sind die. Machst du hier den Hahn auf. Dann musst du vorgehen. Gar hier auf zwei Stellen, ganz wichtig. Ja, dann musst du den aufmachen und den zu, weil ansonsten lenkst du die Dolly-Achsen. Also den 19er zu und die Lenkung sperren. Da kannst du das hier über die Hebel machen oder du nimmst deine Fernbedienung, lenkst hier nach rechts und der Bolzen ist zu. Einfach hier nach links, Bolzen auf, nach rechts, Bolzen zu. Weiß nicht, ob das überall so ist. Kann natürlich sein, dass es bei manchen Tiefladern andersrum ist. Meinen schönen Ranzen wollt ihr gar nicht sehen. Ja, das mit der Fernbedienung ist es einfach. So, und natürlich, wenn die Bolzen zu sind, den Hahn hier wieder zumachen. Den hier. Ja, zu ist diese Richtung. Jetzt den hier nicht mehr rein, ja, da geht ein Stück rein, wenn das auch nicht mehr geht, wie gesagt, dann mach hier die Hydraulik von deinem Tiefbett dran. Ja, ich hoffe, man kann das sehen, erkennen. Oh, was ist das doch hier? Das hier ist noch mittelschwere Fehlkonstruktion und alles. Anstrengend. So. Weil, wenn du dann das machst, das kann man
das machen, was ich am Anfang gesagt habe. Hier wieder alle Hähne auf. Und auch die für die Achsen vom Tiefbett hin. Und dann senkst du dein Bett ab hin. Normalerweise hast du jetzt wieder Platz. Normalerweise. Normalerweise. Genau. Vorführeffekt. So, jetzt haben wir das auch wieder drin. Bolzen sind auch zu. So, mache ich noch mal Licht. Meine Luftleitung dran. Hier sind die Leitungen ein bisschen lang. Ich habe noch mal eine lange Leitung, ja. Und deshalb mache ich hier mit dem Gummi eine schöne Schlaufe. So. Alles dran. Können wir hochheben. Hochheben, machen wir alle Hähne auf. Alle. Und die auf, langsam öffnen. Kann sein, dass da noch irgendwo Druck ist. Etwas Druck. So. Das interessiert uns erstmal nicht. Geht mir, kannst du auch einzeln machen. Egal ob den oder den Hahn. Hier wieder auf die einstellen. Wichtig. Ansonsten funktioniert deine Lenkung nicht. Hinten dann beide Hebel drücken. Tiefbett. Weil das morgen, wenn ich den Dolly abbaue wieder, werde ich das nochmal ein bisschen ausführlich zeigen. Holz raus. Okay.
Lenkdruck müssen wir erstmal die Lenkung wieder öffnen, logischerweise die vom Tiefbett und die vom... So. Jetzt kannst du Lenkdruck auch über die Fernbedienung, da ist jetzt hier bei 0, über die Fernbedienung kannst du, den Einschaltknopf und links drücken. Hört ihr das? Dann baut sich Druck auf. Um Lenkdruck am Dolly zu bekommen, machst du dasselbe hier. Guck mal, ob ich das hinkriege. Jetzt haben wir hier auch Lenkdruck. So. Die Achse noch ein bisschen gerade stellen. Ich gucke da einfach immer über die Kante drüber. Könnte ziemlich passen. So, das ist einmal. So ist hier hinten in dem Feld die Fahrstellung. Vorne Fahrstellung machst du nur den Haupthahn, also den Zulauf, den Rücklauf und die Achse hinne zu. Das hier ist die Fahrstellung vorne. Das war eigentlich alles. Hier, normalerweise muss der auf Null stehen, ja, aber den haben wir jetzt hier so. Ach so, ich könnte die Achsen noch heben. Achsen heben zeige ich euch morgen, wenn ich dann abhänge. Falls noch ein Stück vorher, braucht noch zwei von den Ketten hier.